3, 2, 1. So, ich begrüße euch zum Creative Consultant Pitch für Weizenbier. Unser Clip fokussiert die Target Group ziemlich gut, wie wir denken. Er verbindet Humor und Sexiness und setzt den Brand perfekt in Szene. Ich will jetzt nicht so weit vorgreifen. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein und gehen dann hinterher direkt in die Feedback-Session. Liebe Harald, kannst du mir nicht etwas von dir schicken? Deine Hemd mit der Parfum von letzte Nacht oder die Hähnchenbein, die du nicht aufgegessen hast? Und eine Flasche von die Bier, die so schön hat geprickelt in mein Bauchnabel. So, awesome, great. Ja, irgendwelche Anmerkungen, irgendwas, was euch aufgefallen ist, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, was wir vielleicht besser hätten machen können, Learning aus den vorhergegangenen Kampagnen, shoot. Also nur, dass ich das richtig verstehe, der Mann, Harald, der trinkt ein Weizenbier aus dem Bauchnabel von dieser französischen Frau, ne? Das habe ich richtig verstanden. Ja, genau. Ja. Das ist der Humor. Okay, aber wie genau? Ja, genau, also, das wollte ich auch gerade fragen. Also, weil wenn man sich normalerweise so ein Weizenbier einschenkt, ne, dann nimmt man ja das Glas und macht das Glas quer und stülpt da quasi die Flasche rein und zieht dann diese Flasche 0,5er Flasche rein, ne, und stülpt die dann und zieht die dann so raus. Und wie funktioniert das dann bei einem Bauchnabel? Also macht man den dann quasi, macht man das auch so rein und zieht es dann quasi dann auch so raus? Oder wie schüttet man das so ganz normal ein? So vorsichtig seitlich, dreht die Frau sich seitlich und man schüttet so vorsichtig ein? Oder? Und wenn, selbst wenn man es eingeschenkt hat, also ich meine, der Bauchnabel, der müsste ja riesig sein. Also der müsste ja mindestens in der halben Liter fassen können. Also die Frau muss ja dann schon relativ dick sein, dick, also dickleibig. Müsste eine dickleibige Frau sein, ne? Naja, also sieht man die deswegen nicht so richtig? Also, oder ist das der Humor? Naja, man sieht ja schon Teile. Ja, okay, das stimmt, aber die Stimme. Die Stimme ist ja schon eher. Schlank. Die Stimme ist schon eher schlank. Gab es keine dickere Stimme, also gab es keine dickleibigere Stimme? Oder will die Brand oder will der Kunde was ganz anderes? Was ist denn überhaupt der Angle von dem Kunden? Was will er denn überhaupt transportieren? Naja, also die Stimme der Frau. Entschuldigung, ich frage mich vor allem, wie man das trinkt. Also wie macht man das? Wie trinkt man denn dieses Weizenbier? Ja, genau, das frage ich mich auch. So, ich meine, hat man dann die Frau so auf den Arm und hebt die dann so hoch und kippt dann so, dass das wie so ein Glas ist? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, es geht ja auch auf die Unterarme. Ich meine, so ein Weizenbier ist schon schwer. Also so ein Hals, also ja, aber halt dann. Unter? Oder wie ist das eher so wie so ein Hund, dass man sich so da so und dann mit der Zunge da rein muss? Aber wenn das jetzt ein halber Liter ist. Halber Liter muss man auch erstmal, ne? Muss ja runterkommen. Du musst den Kopf irgendwie versuchen. Also wie soll denn das überhaupt funktionieren? Ja, genau. Soll es überhaupt funktionieren? Das sind wichtige Fragen, weil also wir machen ja eine Bildwelt auf, wenn wir das nicht zeigen. Und da sollten wir schon uns drüber sprechen. Assoziation, ne, ist hier das Stichwort. Ja, genau, Stefan. Ja. Ich weiß nicht, warum konkretisiert die Werbung das denn nicht? Ja. Also, warum? Ich meine, man will ja schließlich dem Kunden. Dem potenziellen Kunden. Ja, potenzieller Kunde und dem will man ja ein richtiges Trinkerlebnis wirklich vermitteln. Ja. Naja, aber dafür haben wir ja die Metapher mit der Sexiness. Okay, also Weizenbier trinken ist wie richtig guten Sex haben.
Das ist so, das ist die Key Message von dem Ganzen, oder wie? Naja, also. Aber das ist doch, also ich muss mal kurz unterbrechen. Also, weil Weizenbier ist ja als Produkt, ne, das ist ja blähend. Also, wenn man so ein Weizenbier getrunken hat oder zwei oder drei, das ist ja, es liegt ja im Magen, das ist ja unangenehm, da fühlt man sich ja nicht sexy dabei. Also, das ist doch das Problem. Weizenbier ist ja erstmal per se nicht ein sexy Produkt. Vielleicht schweifen wir jetzt ein bisschen. Also, da spreche ich jetzt mal. Wenn man sich anschaut, wie viel Sex es auf dem Oktoberfest so gibt. Ja, Moment, aber auf dem Oktoberfest, das ist ja helles. Das ist ja kein Weizenbier. Und das macht jetzt deswegen auch einen Unterschied? Ja, fundamental. Also, helles ist ja ein ganz anderes Bier als Weizenbier. Ja, Bier ist ja schon... Ach, jetzt sag bitte nicht Bier. Bier. Also, muss man ja jetzt nicht... Entschuldigung, aber du hast keine Ahnung von Markt. Ah ja, oh, ah, Frau Salustol-Jingle mit zwei Tönen Jingle geschrieben und seitdem hat man Marketing verstanden. Drei Tonen Jingle, Marketing. Okay, aber vielleicht sind wir uns ja doch einig, dass... Ja, aber sind wir uns vielleicht einig? Ja. Ja, okay. Vielleicht ist es ja auch einfach ein bisschen egal.